Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir spielen heute eine weitere Runde Fruits. Und wie ihr schon unten sehen könnt, ich habe eine neue Frucht am Start. Und warum? Der Jan, falls ihr euch erinnert, im letzten Video kam tatsächlich von sich aus nochmal auf mich zu, bevor das Video kam, und hat sich gedacht, alles klar, hier hast du eine neue Frucht, die ist besser als die, die du hattest, und oder die, die du hast, und gönn dir die mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, stimmt, die ist echt ultra gut, mega nice. Es ist im Endeffekt immer so ein Ding, dass man erstmal sich ein bisschen umgewöhnen muss, was die ganzen Früchte angeht. Falls ihr eine neue Frucht habt oder sonstiges, dann müsst ihr euch natürlich immer erstmal dran gewöhnen, welche Frucht jetzt die nächste gute ist, beziehungsweise wie die Früchte sich halt auch dementsprechend bewegen oder benutzen, ne, wie die benutzbar sind. Bei der dunklen Frucht war es dann halt zum Beispiel so, dass man eben halt sehr wenig mobil war, aber dafür halt richtig viel Damage reingehauen hat. Und jetzt bei der Frucht ist es so, dass man richtig hardcore mobil ist und man haut trotzdem noch Damage rein, aber eben auf eine andere Art und Weise. Also da müsst ihr gezielter angreifen zum Beispiel, da müsst ihr wirklich gezielt mit euren Attacken auch treffen, damit ihr dann dementsprechend halt auch genügend Damage drückt, um dann eben halt die unterschiedlichen Monster auch zu killen. Das ist erstmal immer ein bisschen so eine Sache, die man natürlich trainieren muss. So, jetzt kommen wir auch direkt auf die nächste Insel. Ich habe mir nämlich gedacht, alles gleich trainieren ein bisschen vor. Dann gehen wir auf die nächste Insel und gucken mal, was geht. Wir machen direkt den Spawn hier hin. Falls wir sterben sollten, was natürlich immer die Möglichkeit ist, habe ich mir gedacht, alles klar, gönnen wir uns jetzt erstmal den Spawnpunkt und gucken dann, was abgeht. Was richtig geil an dieser Frucht ist, ihr könnt halt tatsächlich nicht gehittet werden. Also ihr greift einfach aus der Luft an und könnt dann dementsprechend die Gegner komplett zerstören, ohne großes Problem. Guckt euch das an. So, jetzt haben wir den ersten von den Fishermen gekillt. Der in der Mitte ist tatsächlich jemand anderes, aber den nehme ich immer mit, einfach nur für die Zusatz-EP und für das Zusatzgeld. Auch wenn das jetzt nicht grundsätzlich super viel ist, aber zumindest ein bisschen was. Und dann können wir hier ein bisschen durchballern. Wir haben die Gas-Zone noch nicht freigeschaltet. Vielleicht schaffen wir das in diesem Video noch. Wäre natürlich ganz nice. Dafür brauchen wir, glaube ich, 700 Fruit-Punkte. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Wir haben jetzt schon ein paar Level-Ups in der Zwischenzeit gehabt. Hier, vor allen Dingen dieser Schlag mit dem Schwert finde ich mega nice. Hier, ihr könnt sehen, der in der Mitte ist deutlich nochmal stärker als die anderen. Und das ist auch nochmal eine Quest, die wir dann später machen können. Und währenddessen fliegen wir einfach hier rum, schlitzen einfach ein bisschen um uns herum. Ich finde, wie gesagt, immer noch, dass hier bei King Legacy ein bisschen die EP beim Killen von den Monstern fehlt. Also, wir hatten eine Zeit lang, oder beziehungsweise wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich finde, bei Fruits ist es zumindest so, dass man auch, wenn man die Monster killt, zumindest ein bisschen was an EP kriegt. Und hier in dem Fall ist es wirklich so, man kriegt halt so gut wie gar nichts, ne? Also, jetzt gucken wir gleich mal, wir kriegen 200 EP dafür, dass wir die killen. Und wir kriegen 32.000 EP für die Quest. Also, da ist die Relation halt echt sehr gering. Ne? Also, wir müssten halt wirklich die ganze Zeit die Quests machen und können nicht eben einfach mal eben so irgendwo leveln gehen, ohne dass wir eine Quest annehmen. Das finde ich ein bisschen schade. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was dran ändern, weil bei sämtlichen MMOs kann man natürlich immer auch Quests machen. Die sind natürlich auch belohnt, weil man dann dadurch halt auch Gold kriegt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo sich einfach nur hinstellt und ein paar Mobs killt, da kriegt man ja dann auch genügend EP, um im Prinzip zu leveln. No? So, jetzt gucken wir mal, ob wir damit tatsächlich... Haben wir beide gekillt? Ne, wir haben nur einen gekillt. Hittet die vielleicht wirklich nur einen Gegner? Wir sind hier jetzt auf jeden Fall auf der Fischinsel. Das ist ja die Insel, wo wir auch bei Fruits schon mal zwischendurch waren. Beziehungsweise bei Fruits sind wir tatsächlich in die Unterwasserwelt dafür gegangen. Da waren auch dann die Fishmen und da war dann halt auch dementsprechend... Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Along? Along? Ist das der Fischmann-König, der dann auch Nami zwischenzeitlich in Gefangenschaft genommen hat? Ich bin mir da nicht sicher. Also korrigiert mich auf jeden Fall in den Kommentaren, falls es nicht so ist. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, meine Zeit, in der ich tatsächlich One Piece aktiv geguckt habe, ist schon etwas länger her. Mittlerweile gucke ich eher andere Sachen. Aber ich will dir jetzt auch keine Frage vorwegnehmen aus dem Q&A. Hahaha!
Ich will jetzt auch keine Frage vorwegnehmen aus dem Q&A. Dementsprechend sage ich da jetzt nicht allzu viel von. Aber grundsätzlich müsst ihr mir, wenn ich dann halt einfach mit gefährlichem Halbwissen um mich werfe, müsst ihr mir da ein bisschen, naja, entgegenkommen. Ich kann oder kenne tatsächlich nicht mehr die komplette Lore auswendig. Und grundsätzlich müssen wir da halt dann dementsprechend einfach mal ein bisschen das Auge zudrücken. Und vielleicht lese ich mich auch nochmal ein. Kommt drauf an, wie tief wir hier tatsächlich noch in die Lore reingehen. Oder eben halt auch nicht. Müssen wir dann gucken. So, ballern wir den auch wieder weg. Klar frisst das auch ein bisschen Zeit, ne? Muss man da auch dazu sagen. Vor allen Dingen, wenn man dann halt auch sieht, dass man da wirklich nicht so viel EP für kriegt. Muss man halt wirklich gucken, ob man das weiterhin macht. Muss ich mal bei den nächsten Inseln gucken. Sinnvoll ist es vielleicht nicht. Wir müssen halt auch gucken, wo der Spawn am schnellsten ist, ne? Also, wenn man mal guckt, wie schnell hier die Mobs spawnen. Ich weiß auch nicht, ob da der Grund oder ob da grundsätzlich ein Unterschied ist. Aber manchmal habe ich zumindest das Gefühl, dass manche Mobs schlechter oder langsamer respawnen als andere. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch einfach nur ein Gefühl. Wir sind jetzt Level 191. Wann können wir denn hier hinten die Quest annehmen? Ab Level 200. Okay, können wir also noch nicht. Karate-Fishman. Das ist ein normaler Fishman. Das ist der Karate-Fishman. Ja, genau. Okay. Gut, grundsätzlich müssen wir dann natürlich gucken, ab wann ist die Quest da hinten? Das müsste ja dann 230. Wir sind jetzt 191. Das heißt, ich versuche jetzt mal den hier... Oh, der hat ein geiles Schwert. Der hat ein geiles, geiles Schwert. Also ich versuche jetzt erstmal so lange zu leveln, bis wir möglicherweise halt auch die Gas Zone freischalten. Die Gas Zone ist eigentlich, soweit ich das zumindest gesehen habe, zwischendurch mal, eine richtig, richtig nice, so eine richtig, richtig nice Attacke, wo man auch ordentlich durchfeiern kann. Weil man dann einfach oben irgendwo rumfliegen kann und dann dementsprechend gucken kann, dass man von oben die Gegner eben halt auch killt, indem man einfach nur drüber fliegt. Also sie macht nicht irrsinnig viel Damage, aber schon ordentlich Damage, sagen wir es mal so. Und dann hat man halt ein bisschen Zeit, die man da halt da drüber fliegen muss. Ist natürlich schlecht bei Monstern, die dann den entsprechenden Fernattacke... Oh! Der hat mich jetzt ordentlich zerdappt. Wieso hat der mich denn so auseinandergenommen? Ich flieg mal hoch. Der wollte jetzt einen anderen Spieler angreifen. Warum? Warum wollte der jetzt... Also ich habe ja die Aggro auf mich gezogen, bin gestorben und dann wollte der einen anderen Spieler angreifen, der da drin stand? Das finde ich ein bisschen weird. Da würde ich gerne mal hinterstehen, was für eine Technik das, was das halt hinter sich hat. Weil, macht ja im Prinzip keinen Sinn, ne? Der ist ja auch kein Verbündeter von mir. Und trotzdem hat er dann versucht, den anzugreifen. Das ist ein bisschen weird. Ist ein bisschen weird. So, wenn wir jetzt bald Level 200 sind, dann sind wir immer noch super weit von unserer gewollten Crew entfernt, aber das werden wir definitiv noch schaffen. Das werden wir noch schaffen. Das heißt, wir werden auch hier eine Crew gründen und dann werde ich auch hier wieder einen dementsprechenden Community-Tab-Post starten. Aber das hat noch Zeit. Das müssen wir nicht jetzt machen. Das können wir dann besprechen, wenn es halt auch soweit ist. Es sind ja noch mehr als 300 Level, die ich bis dahin schaffen muss. Jetzt gucken wir mal. Oh, hier fliegt wieder der Drache rum. Ich glaube, das ist sogar Jan. Der Jan, der fliegt hier gerne mal ein bisschen durch die Gegend mit seinem Drachen. Finde ich auch ganz geil. Es ist eine Frucht, die ich ganz ehrlich irgendwann mal haben möchte. Alter Schwede, die ist schon hart nice. Die ist schon wirklich hart nice. Aber überhaupt zu fliegen ist schon mal eine sehr, sehr deutliche Weiterentwicklung. Schon alleine, weil man einfach deutlich mobiler ist, wenn man auf eine andere Insel noch will oder so. Macht auf jeden Fall schon mal Sinn. Dementsprechend sich schneller bewegen zu können. Wir brauchen kein Boot mehr, wir müssen dafür kein Geld mehr ausgeben und man ist deutlich schneller, wenn man fliegt, als wenn man eben dementsprechend durch die Gegend läuft. Als ob mir jetzt wirklich nur noch 2 Punkte fehlen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, das müsste eine Quest sein, oder? Oder sind es sogar 2 noch? Junge, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Pech kann man haben? Hätte ich mal beim letzten Video 2 weniger Skillpunkte auf Leben gesetzt. Weil durchs Fliegen brauche ich jetzt gerade im Moment echt nicht viel Leben. Irgendwann muss ich natürlich mehr auf Leben noch skillen, das weiß ich. Aber jetzt gerade brauche ich ja halt echt gar nichts. Jetzt gerade können wir es auch so gönnen. Ja, noch einen. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ja, nice, okay.
Okay, die restlichen geben wir dann auf Leben, weil jetzt haben wir ja genug, um unsere Frucht auf jeden Fall gut zu nutzen. Da, guckt euch das an. Das ist die Gas Zone. Die kann ich die ganze Zeit anlassen. Also wenn ich die jetzt eingesetzt habe, kann ich die ganze Zeit halten. Jetzt bin ich natürlich gerade noch nicht in dem Moment, die wieder einsetzen zu können. Wartet, ich zeige euch das jetzt gleich. So, jetzt kann ich sie einsetzen. Jetzt setze ich die Gaszone ein, kann einfach drüber fliegen. Dann kriegt der stetig Damage, der in der Gaszone steht. Und ich kann einfach weiterfliegen, den nächsten. Und dann killen wir den auch. Und dann fliegen wir weiter und nehmen wir den nächsten. Der kann halt absolut nichts dagegen machen. Ich fliege einfach über dem drüber. Und kill den einfach. Dauert natürlich ein bisschen länger als alle anderen Attacken. Aber ich muss absolut nichts anderes tun, als einfach nur die ganze Zeit V gedrückt zu halten. Und dann halt über die Gegner fliegen. Und dann easy. Easy life, easy money. Wenn ich natürlich jetzt noch die Quest aktiviere, dann ist es sogar noch sinnvoller, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ja, ciao.